Sie sind. Werden Sie da. Lösch. Den Göttern sei Dank, dass ihr es aus dem Schlamassel geschafft habt. Den Göttern habe ich es zu verdanken, dass ich überhaupt in diesem Schlamassel geraten bin, aber danke. Es ist schön, dich zu sehen, Junge. Junge? Hallo? Putz dir mal die Augen. Du siehst gut aus. Ich muss schon sagen, das war wirklich gute Teamarbeit. Als ich auf diesen Monobloss getroffen bin, dachte ich schon, dass das mein Ende sei. Jäger, ich möchte dir meinen Mentor vorstellen. Er wird als Dundormas Meister der Verteidigung fungieren. Er wird dafür verantwortlich sein, die Verteidigung der Stadt zu organisieren. Er ist ein Mann, der großen Respekt verdient. Schließlich hat er mir alles beigebracht, was ich weiß. Oh, dann ist das also der Jäger, der sich um diesen Monobloss gekümmert hat. Was sagt man dazu? Ja, das ergibt durchaus Sinn. Ich sehe großes Potenzial in dir. Aber wo sind meine Manieren geblieben? Die Freunde ist ganz meinerseits, werter Jäger. Sir, ich habe diesem Jäger darum gebeten, sich um Erledigungen und Quests außerhalb der Stadt zu kümmern. Schließlich müssen die Jäger in der Nähe bleiben. Die Befestigung der Stadt findet sich in sehr guten Händen. Ihr werdet keinen zuverlässigeren Jäger finden. Und keinen besseren, Freund. Ha, Freund. Hast du gerade das Wort Freund benutzt? Nun, das ist in der Tat ein meine Güte. Nun, das ist in der Tat ein denkwürdiger Moment. Ich danke dir, Jäger, dass du den Burschen ein bisschen erweichen konntest. Haha. Sir, also wirklich, ich muss doch bitten. Wechseln wir das Thema. Es gibt da etwas, das mich ziemlich beschäftigt. Wir haben keine Berichte über Aktivitäten großer Monster erhalten, bis mein Mentor die Dünen bereits erreicht hatte. Warum ist der Monobloss gerade zu diesem Zeitpunkt aufgetaucht? Eine hervorragende Frage. Angesichts der bisherigen Vorfälle glaube ich, dass es dafür nur eine Erklärung gibt. Es ist anzunehmen, dass etwas das Monster aus seinem natürlichen Lebensraum vertrieben hat. Dadurch kam es zu einem Wandel im Ökosystem. Ich frage mich, ob das wohl noch ein... Ach, nichts. Diese Theorie werde ich vorerst nichts weiter vertiefen. Reden wir ein wenig über die Drachenältesten. Ich habe gehört, dass wir es mit einem Kushala Daura zu tun haben. Ja, und ihr solltet wissen, dass er eine Narbe im Gesicht hat. Ich verstehe. Ich danke für diese Information. Die Frage ist, was wir dagegen unternehmen sollen. Ein Drachenältester ist eine natürliche Bedrohung und die Menschheit ist nicht imstande, der Natur die Stirn zu bieten. Wir müssen akzeptieren, was auf uns zukommt und uns stattdessen darauf konzentrieren, die Stadt zu schützen. Wir brauchen eine Abwehrwaffe, die in der Lage ist, den Kushala Daura fernzuhalten. Etwas, das robust genug ist, um den Stürmen standzuhalten, die er heraufbeschwört. Das wird der erste Schritt sein. Einverstanden? Gut. Dann werde ich sofort mit dem Entwurf der Waffe beginnen. Ich habe vor, auf der Hilfe des Handwerkers aus der Schmiede deiner Karawane zurückzugreifen. Schließlich hört man überall, dass die Meister ihres Faches sein sollen. Und ein solches Talent darf nicht ungenutzt bleiben. Ich würde mich freuen, wenn du weiter in der Stadt aushilfst, bis die Waffe fertiggestellt ist. Die Bewohner von Dundorma haben sicher die Bewohner von Dundorma haben sich alle dazu bereit erklärt, bei der Befestigung der Stadt mitzuhelfen. Mir ist gerade wieder eingefallen, dass dieser müde aussehende Kerl dich um einen dringenden Gefallen bitten wollte.
Er hat Zuflucht in der Musikhalle gefunden. Würdest du bei ihm mal vorbeischauen? Wo das ist, fragst du? Es ist das Gebäude vor dem grünen Vorhang, von dort rechts. Wenn sonst nichts mehr ist, kannst du dich auf den Weg machen. Vielen Dank, Jäger. Wir wissen alle zu schätzen, was du für die Stadt tust. Okay, und noch ein bisschen interessanter als der Meister der Verteidigung ist natürlich dieser Kushala Daura, den wir gerade eben mit der Cutscene gesehen haben. Ein weiterer Drachenälteste und sehr viel gefährlicher als der Kirin. Oh ja, da bin ich mal sehr gespannt. Mir war es fast schon klar, als ich gesehen habe, dass da ein Sturm aufzieht, was da jetzt von Drachenältester kommt. Und wenn wir den bekämpfen müssen, dann werde ich wieder ein bisschen Panik schieben. Ja, schauen wir mal. Karawanenführer. Psst, mit Jäger. Das hier ist die Musikhalle. Die Diva dort drin wird dich mit eigenen netten Liedern verwöhnen. Außerdem erledigen sie Arena-Einmeldungen vor Ort. Dieser müde Kerl, der dich um einen Gefallen bitten will, hat hier erst für erste Zuflucht gefunden. Habt ihr zwei schon miteinander geplaudert? Haha. Nein, das Vergnügen hatten wir noch nicht. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was für ein müder Kerl denn. Na, schauen wir mal. Dort hinten. Müder Wanderer, tatsächlich einfach nur. Hallo Jäger, diesen Monobloss hast du es aber gezeigt. Sieht aus, als wäre der Meister sicher hier angekommen. Ich würde ja aufstehen, um mich zu bedanken, aber... Könntest du mir noch eine andere Sache helfen? Ich kenne da einen Händler, der herumreist und Materialien für den Wiederaufbau der Stadt sammelt. Eine der sicheren Routen durch den Frostseeweg wurde jedoch kürzlich durch Eis blockiert. Es gibt eine alternative Route, aber ein Monster hat es sich dort an einem höher gelegenen Punkt gemütlich gemacht. Mir fallen nur zwei Möglichkeiten ein. Entweder kümmerst du dich um das auf der Lauer liegende Monster, oder du benutzt einen Pulverstein, um das Eis wegzusprengen, das die eigentliche Route blockiert. Es warten zwei Anfragen bei der Gildenjungfer. Versteckspiel und Pulversteinlieferung. Es reicht, wenn du eine davon erfüllst. Mein Bekannter und ich werden dir dankbar. Ugh. Die ganze Erklärerei hat mich total ausgelaugt. Okay, einmal eine Lieferquest und einmal eine Monsterquest. Das ist ja cool. Das gefällt mir, weil es wenigstens den Anschein hat, als gäbe es irgendwie ein bisschen Story dahinter. Oh Gott, was will jeder mit mir reden? Wer denn hier noch? Hä, hier auf dem Hauptplatz? Ach da, der Typ. Was will der denn? Achso, ist sogar eine Sie. Moment. Oh, wahlförmiger Hammer. Zwei Rattiane erjagen. Okay, okay. Tödliche Königin. Wusste ich nicht, dass das eine Quest sein wird. Ich dachte bloß, dass sie mich wieder zutextet. Wie toll doch ihre Waffen sein sollen. Und dort oben haben wir noch was. Ah, der Dragnaht. Jäger, hättest du kurz Zeit für mich? Bist du daran interessiert, den Nektar für einen Kinsekten an Dundormarkt zu vervielfältigen? Ich habe es mit einem örtlichen Händler gesprochen, den ich kenne. Und die Vorverhandlungen liefen ziemlich gut. Leider haben einige lästige Monster es genau auf unsere Handelsroute gemütlich gemacht. Ich habe bei der Gilde eine Quest namens Kräftemessen im Schnee eingereicht. Wenn du mehr Nektar willst, musst du dich eher zuerst um diese Monster kümmern. Okay, das heißt, wir bekommen wieder jede Menge neue Quests. Finde ich schön. Und was haben wir hier noch für eine Quest? Ach, von ihr wieder, okay. Hey, Grünschnabel, über dich hört man ja in letzter Zeit ja nur Gutes. Wie wäre es mit ein paar neuen Herausforderungen? Ich habe hier etwas für dich. So von Jäger zu Jäger. Noch mehr Pflichtquests für einen aufstrebenden Profi wie dich. Aber bevor ich dich in dieses kleine Geheimnis einweihe, musst du mir wirklich zeigen, was du drauf hast. Dann wollen wir doch mal sehen, was du mit urzeitlicher Plage zurechtkommst. Erledige diese Aufgabe, dann erzähle ich dir mehr über diese Pflichtquests. Nicht zu danken. Profis helfen Grünschnäbeln gern. Okay. Damit haben wir wieder jede Menge zu tun. Mal sehen, ob wir vielleicht noch eine schnelle Quest finden. Ich muss jetzt erstmal schauen, was wir alles haben. Okay, die sind noch nicht abgeschlossen, weil wir da die Erntetour noch nicht haben. Genau. Versteckspiel, ein Kizu. Ah, okay. Pulversteinlieferung, ein Pulverstein. Das geht. Das geht sogar recht gut, denke ich. Urzeitliche Plagen in Iodrom und Seltas. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Langombi und ein roter Kezu. Oh, das brauche ich für die Blitzwaffe. Sehr schön.
Finnenfinder, Legan Zamtrios und tödliche Königin Zweiratian. Dann machen wir doch eigentlich nochmal die Pulversteinlieferung. Weil, wie gesagt, die geht noch fix. Zumindest sie ist unspannend, so kann man sagen. Deswegen machen wir die. So. Was tun wir da denn mitnehmen? Oder was tun wir da denn jetzt verstauen? Da können wir eigentlich alles mal verstauen. Kaltgetränke kann ich mitnehmen. Muss ich sogar mitnehmen. Den Iodrom müssen wir nicht zwingend da jagen. Und dann kann ich noch mega sprintshaft mitnehmen. Ich hoffe, das reicht. Pulversteine in einem Vulkan, wo sind die denn? Dort ganz unten, nicht wahr? Im Schlafgebiet. Oh, wie komme ich denn da dann raus? Na, muss nicht eklig sein. Muss nicht eklig sein. Schauen wir mal. Jetzt wollen wir erstmal was Gescheites essen. Und dafür nehmen wir einen Gutschein. Auch schon bloß für einen nehme ich da ganz gerne einen Gutschein. Der ja nicht so schlimm ist. So, Superkatze. Rückschläge beim Transport. Flüchtling. Findet Taumel nach einem Sprung aus großer Höhe. Das sollte eigentlich passen. Ich glaube, das ist die perfekte Sammlung. Das haben wir zumindest auch, glaube ich, das letzte Mal genommen, als wir die drei Eier transportiert haben. Das hat ja prima funktioniert. Nanda, Flüchtling und vor allem die Superkatze ist so wichtig. Also wer ohne Superkatze transportieren geht, der ist eigentlich selber schuld. Dieser Haufen Schutt räumt sich nicht von alleine weg. Du musst schon mit anpacken, aber sei vorsichtig. Pulversteine gehen schneller hoch als irgendwas. Okay. Wir sind hier fast schon richtig, so kann man es sagen. Leider nur fast, zumindest glaube ich das. Wie gesagt. Ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass ich da so falsch liege, dass die Pulversteine dort unten sind. Dieser Erzklumpen ist dort oben in der Höhle drin, aber Pulversteine gibt es normalerweise hier unten. Das ist eigentlich auch das heißeste Gebiet von allen. Wenn man es jetzt mal so betrachtet, dass es am nächsten so an der Lava liegt und ja am tiefsten ist, dann sollte das eigentlich hier sein. Und wenn es wirklich hier ist, dann ist ja eigentlich ein Klacks bis nach oben. So kann man es sagen. Aber es scheint ja eh so eine Art Nebenquest zu sein. Ups. Wobei, nee, es ist gar keine Nebenquest. Die werden wir auf jeden Fall machen müssen. Weil A, wurden wir explizit darauf hingewiesen, dorthin zu gehen. Und B, da ist er. Und B, müssen wir ja irgendwas machen, um die Zeit zu überbrücken, bis die Waffe fertig ist. Das große Problem ist halt tatsächlich die Sache, dass der Pulverstein heiß ist. Aber das war eigentlich noch nie... Es hat eigentlich noch nie geschadet. Weil es immer schon gereicht hat. Und man sieht ja, dass es nicht so schnell runtergeht. Außerdem können die Katzen mich ja heilen. Na komm. Wobei das Klettern natürlich doch schon ein bisschen Zeit braucht. Vor allem, wenn die IO-Preise immer näher kommen. Okay, wir klettern aber nicht mit. Oder sie können gar nicht mitklettern. Zum Glück. So, jetzt aber hurtig hier. Ich könnte jetzt eigentlich auch zu höheren Gebieten fallen. Und die Frage wäre, ob das so sinnvoll ist. Aber ob ich da jetzt entlang gehe, dann muss ich durch zwei, bin aber eigentlich näher, als wenn ich dort jetzt hochgehe. Ich mache das mal. Ich hoffe, die Katzen heilen mich. Das wäre super. Ja, schauen wir mal. Aber eigentlich, wenn ich wenig Leben habe und selbst die Roten zählen ja schon als wenig Leben, oder? Sollte aber auch so reichen, wenn ich da schnell durchgehe. Na komm, na komm, na komm, na komm. Zumindest muss ich da nicht so viel klettern. Das ist halt das Schöne. Da bin ich ja beinahe schon da. Na komm schon. Was hätte ich denn da nehmen können, damit das nicht so schnell geht? Eigentlich gar nichts. Man kann nichts gegen den Schaden nehmen. Deswegen muss es ja eigentlich auch funktionieren. Ich hörte irgendwas Großes. Oder sind es bloß Iopreis? Okay, nein, das ist ein Iodrom. Oh, gar nicht gut. Geschickt ausweichen, dann geht es. Ja, ja, ja. Er wird mir hinterher springen. Oder laufen. Na komm, okay, Gebietsende. Jetzt sollte mich eigentlich nicht mehr erwischen. Und glücklicherweise haben die Katzen mich geheilt. Nein, du triffst mich nicht. Da ein bisschen Haken schlagen. Ein bisschen Ausdauer regenerieren. Wobei das schon ziemlich schnell geht, wenn man schon ein bisschen hochklettert.
passt also. Und durch die Heilung der Katzen hat das alles gereicht. Sehr schön. Na komm, na komm, na komm, na komm. Okay. Und dann Gebiet 1. Hier sind gar keine Viecher. Doch, Konshus. Konshus sind fies. Wobei ich eigentlich die Rückschlagsicherung habe. Rückstoßsicherung. Das heißt, die sollten mir eigentlich auch nicht so viel können. Hoffe ich jetzt mal. Der könnte nochmal rollen. Jetzt sollte ich eigentlich in Sicherheit sein, weil ich glaube, die können nicht Wände hochrollen. Zur Not gehe ich nochmal ein bisschen nach links. Oder, ja, doch links, genau. So, und jetzt nochmal nach oben. Und dann ein paar Moss. Wäre knapp geworden, hätte die Katze mich nicht geheilt. Aber ich meine, ich habe zwei Katzen, die auf Heilung irgendwo basieren. Also klar, ich habe natürlich meinen Anführer und dann die Heilungskatze. Von dem her wäre es schon ein bisschen merkwürdig, wenn ich da keine Heilung rausbekäme. So, damit haben wir es. Ja, wobei, das Stück... Es hätte schon gereicht. So viel würde ich sagen, weil es war jetzt nicht die größte Heilung, die wir da bekommen haben. Also wie gesagt, ich denke, vielleicht war es ein längerer Weg, aber es hätte schon gereicht, auch ohne Heilung. Wunderbar, und damit haben wir das. Zum Glück sind es keine zwei Steine, das wäre ein bisschen fies. Einer reicht dann nämlich auch schon. Ja, abliefern. Und jetzt sollte eigentlich die Kiste brennen, aber naja, da sind wir mal jetzt nicht so kleinlich. Sehr, sehr schön. Die Nebenquest war der Iodrom, genau. Aber jetzt den Iodrom zu erlegen, hätte einfach nichts gebracht. Da haben wir echt andere Gelegenheiten. Und wenn ich Iodrom-Zeug bräuchte, dann könnte ich da ja nochmal reingehen und den Iodrom erlegen. Aber jetzt wirklich das zu machen, das wäre Blödsinn gewesen. Aber damit haben wir den Pulverstein abgegeben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es vielleicht ein paar Erze gibt. Das wäre natürlich schön. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich, Fusium-Erz gibt es hier. Ja, wunderbar. Fusium gefällt mir. Ich bin mir zwar nicht mal ganz sicher, wofür wir das brauchen. Amulettfinder plus 3. Wenn man, dann mache ich mal der eine richtige Rüstung. Und was war das andere? Ausweichen? Nee, auch. Genauso. Ja, was wollte ich sagen? Genau, Fusium-Erz ist sehr interessant. Das brauchte ich nämlich, glaube ich, für irgendwas. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, für was. Vielleicht für die nächste Schwarzwächter. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir aber erstmal, wer noch alles mit mir reden will. Und dann hören wir eigentlich auch schon auf. Okay, wieder jeder. Du da, was willst du denn? Plaudertasche. Ah, Jäger, hast du eine Minute Zeit? Oder hast du gerade viel zu tun? Nein? Ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Weißt du, ich kenne da einen Angelexperten, der in einem weit entfernten Dorf lebt. Vielleicht hast du schon von ihm gehört. Vom Angelfällen in Chico-Sande. Also etwa zur Zeit des letzten Angriffs war er so freundlich, die Miausterjäger mit einem Fass frischem Fisch vorbeizuschicken. Ein Geschenk des Himmels, sage ich dir, weil damals niemand frische Fische hatte. Die Handelsrouten waren ja alle so geschlossen. Ich möchte mich wirklich revanchieren, aber dafür brauche ich deine Hilfe beim Angeln. Fängst du ein paar Silberfische für mich? Dann kann ich versuchen, einen uralten Fisch und einen Gourmet-Thunfisch zu fangen. Ich möchte meinem Mentor gerne zeigen, wozu ich, also, ich meine natürlich, wozu wir in der Lage sind. Ich habe schon eine Anfrage mit dem Namen Glücksfisch bei der Gildenjungfer eingereicht. Ich zähle auf dich, Jäger. Du wirst mir doch helfen, oder? Bitte. Okay, natürlich. Ja, mit die Quest übernehmen. Und der Koch wird mit uns reden. Was will er denn? Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Jäger, wissen Sie was? Ich habe eine mauzolute, miautastische Idee. Die Leute in der Stadt haben so viele Stunden gearbeitet, um die Ankunft des Meisters der Verteidigung vorzubereiten. Ich bin so gerührt, Mounts. Deswegen möchte ich helfen, indem ich mehr leckeres Essen für die Stadtbewohner und ihre Ehrengäste koche. Aber ich brauche ihre Hilfe. Also ich habe den schnurfekten Ort zur Beschaffung von Premium-Zutaten gefunden. Das Problem ist nur, dass nichts an sie herankommt, weil eine fiese rosa Rattian in der Gegend ist. Können Sie mir den Gefallen tun und sie ja jagen? Ich möchte unbedingt eine Mahlzeit fertig haben, wenn der Meister auftaucht. Was? Wie bitte? Der Meister ist schon vor Ewigkeiten in Dondoma eingetroffen? Das ist doch absurd. Und Sie machen keine Witze, oder? Ich sehe es in Ihren weißen Dingern, die Ihre Menschen Augen nennen. Ich habe das Überraschungselement verloren. Aber das macht nichts. Eine köstliche Mahlzeit darf sich etwas Verspätung ruhig erlauben. Jagen Sie die rosa Ratte hier an, dann werden sich
ich die, dann werde ich die Premium-Zutaten verwenden und eine aufheiternde Mahlzeit kreieren. Miau. Sie, der Meister und die Stadtbewohner, werden sich wünschen, größere Mägen zu haben. Ich habe eine Quest bei der Genjungfer eingereicht. Sie heißt Ein Schuss ins Rosane. Mounts. Und keine Angst, sie halten eine Belohnung, wenn sie mir die Premium-Zutaten beschaffen. Ich denke an alles, nicht wahr? Sie dürfen mich gerne jederzeit dafür loben. Das machen wir doch. So, jetzt ist die Gildenjungfer. Aber zuerst mal sprechen wir nochmal mit dem müden Typen. Mal sehen, was der zu sagen hat. So. Der will jetzt gar nicht mehr mit mir reden. Merkwürdig, okay. Aber dafür die Fellen wieder. Ja. Miau, miau, miau. Mounts. Miau, Mounts? Hm? Nein, das ist es nicht. Mounts. Hast du mich schon wieder beim Singen erwischt? Wie peinlich. Ich habe gerade versucht, mich an ein weiteres Lied zu erinnern, das ich letzte Nacht im Traum gehört habe. Nach den zwei Wachen in blauer Rüstung habe ich es an den Waldrand geschafft und vor mir habe ich die Dünen vor mir haben sich die Dünen erstreckt. Dann habe ich die Prinzessin ein anderes Lied singen hören. Durch ihre Stimme habe ich ganz warme Gedanken bekommen. Ich bin der Stimme durch die Dünen gefolgt und schließlich zum Schloss gelangt. Doch plötzlich ist wie aus dem Nichts ein Ritter mit einer Lanze aufgetaucht. Ich war so verblüfft, dass ich aufgewacht bin. Der Ritter gehört sicher auch zur Schlosswache. Ich frage mich, wie ich an ihm vorbeikomme. Mounts, Moment! Ich habe gehört, dass vor kurzem ein Monobloss in den Dünen für Chaos gesorgt hat. Könntest du ihn fangen, Jäger? Vielleicht kann ich dann in meinem Traum den Ritter mit der Lanze überwältigen. Ich reiche eine Anfrage bei der Gildenjungfer ein. Halte Ausschau nach folgender Quest, der Held und der Sandspeer. In der Zwischenzeit übe ich weiter das Lied. Miau, 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 miau. Wie ging es bloß nochmal? Okay, ich finde es echt schön, diese Questreihe mit dem Traum. Schade, warum ich es am Anfang übersprungen habe. Aber langsam gibt es ja trotzdem irgendwie ein Bild. Und vor allem schön immer, wie die Monster so umschrieben sind. Diese beiden Wachen mit den lila Helm und der blauen Rüstung. Der Ritter in Lanze oder Ritter mit Lanze. Ist ziemlich cool. Gildenjungfer. Oh, Kritzel, ich habe schon überall diese Operation Geschmack des Straßenkochs gehört. Wenn ich so über ein Abendessen aus frischen Premium-Zutaten nachdenke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Schon seltsam irgendwie, denn ich habe keine Ahnung, wie Premium-Zutaten überhaupt schmecken. Das nenne ich mal, Haute Cuisine. Na egal, hier ist jedenfalls die Quest, ein Schuss ins Rosane. Du wirst dich in die Dünen Nacht begeben. Anders als am Tag frisst du dir dort in der Nacht deinen kritzligen Po ab, wenn du nicht aufpasst. Nimm also genügend Heißgetränke mit. Jetzt geh, flieg dahin wie ein räuberischer Ratterloss. Okay, dann werden wir das tun. Oh Gott, wie viele Quests haben wir denn jetzt wieder dazu bekommen? Ich hätte die Pulversteine nicht machen sollen. Eine Jagdmarathon Najaralla, sehr schön. Das gibt nämlich meine nächste Rüstung. Wunderbar, dann haben wir auch das. Schön, aber damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht, mit Monster Hunter 4 Ultimate. Wenn wir diese ganzen Quests mal anfangen, die wir jetzt bekommen haben, das ist ja schon ein ganzer Batzen. Und ja, dann mal schauen, was sich daraus so ergibt. Also dann, ciao.